So, willkommen zurück zu Super Mario World. Ja. Der letzte Part war wieder sehr fehlreich. Mehr als ich will. Ich will sowieso immer keine Fails. Wow. Den habe ich fast übersehen da oben. So. Wow, da ist noch was Verstecktes. Okay, interessant. Oh, verpiss dich. Was zum Geil? Ja, warum mache ich auch so einen Schrott? Immer wieder. Ach ja, immer wieder derselbe Schrott von mir. So, diesmal schnapp ich mir das Ding. Und hoffentlich ist es richtig. So, 29. Schön. Continue safe und weiter. Jetzt kommt der Schrott. Nö. Was ist da drin versteckt? Oh, Feuerblume. So, weiter. Ah, okay. Schön, dass auch ich auch mal erfahre, dass da was versteckt ist. Well. Lavafi. Ist das eigentlich so vorgesehen, dass Yoshi den so frisst? So. Meine Fresse. Jetzt darf ich nochmal zurücklatschen, nochmal die Items holen. Und einen neuen Yoshi. Ja. Da hat man es eigentlich einfach mal das Schloss zu plätten, um dann für heute die Aufnahmesession zu beenden, aber nö. Man darf ja nicht. Ja. Bei mir ist die Fae Force aktiv. Nicht die dunkle Seite, sondern die Fae Force. Also die Macht des Fates. Nur Münze drin, okay. Komm wieder zum Rare. Ja. Ich
Ich weiß aber nicht so richtig, was es darstellen soll. So eine Art Lavaniefährt. Okay, ich muss mal jetzt mal die Einstellungen prüfen von dem Emulator. Videosynchronisation oder wie auch immer das heißt, Pausenkeit. Friss. Friss. Sagte Friss. Ich glaube, hier habe ich mich vorhin versehentlich gekillt. Oh, was haben wir denn hier? Tschüss, Yoshi, wenn du dich einfach verpisst, du Arschloch. Wow, fuck. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Fuck. Ich kann ja alles wegfliegen, aber die Lava, an die denke ich natürlich nicht. Scheiße. Yoshi hätte mir auch nicht viel geholfen. Scheißendreck. Überziehe ich den Party halt. Hauptsache, das Schloss ist hier beendet. Vanilla Dome 3. So. So. Also mit Yoshi finde ich den Teil auf jeden Fall einfacher. Hätte ich nicht dauernd Schaden wie in irgendeiner Scheiße. Hatte ich nicht noch zwei Federn? Merkwürdig. Ist mir irgendwas entgangen? So. Ich will jetzt die zweite Feder haben. Und tschüss. Was ist das für ein scheiß Lärm da draußen? Wow. Das war knapp. Ah, geht doch. Der da unten, der kann mich mal kreuzweise. Oh, diesmal mache ich nicht den dummen Fehler. Wie vorhin, einfach da versuchen rüber zu fliegen. Wow. So, haben wir auch mal bald das Ziel erreicht, ey. Aber ich bock mir auf das Level. Komm. Bleibt das Ding? Oh, Stück Scheiße. Ich bin es gewohnt, dass das Ding trotzdem noch hinterherkommt, selbst wenn ich zu weit voranlaufe. Ist das echt falsche Erinnerung? Andererseits würde mich nicht wundern. Gut, die Stage wäre geschafft.